An der medizinischen Fakultät von Rom ist der Teufel los. Diese beiden Wissenschaftler haben eben verkündet, dass sie Ungeheures planen. Die meisten ihrer Kollegen halten ihr Vorhaben für höchst gefährlich und grundlegend falsch. Der Flaschengeist ist frei. Ihr Vorhaben könnte die Zukunft der menschlichen Evolution dramatisch verändern. Wir brauchen dazu keine Erlaubnis. Schon in Kürze wollen diese beiden Ärzte in einem geheimen Labor einen Menschen klonen. Mit aller nötigen Vorsicht. Neue Forschungen haben allerdings gezeigt, dass mit dem Klonieren ungeahnte Gefahren verbunden sind. Viele Wissenschaftler gehen heute davon aus, dass das Klonen eines Menschen zur Katastrophe werden würde. Ist die Wissenschaft denn überhaupt schon in der Lage, einen Menschen zu klonen? Das Klonieren wäre eine grundlegend neue Art und Weise, ein menschliches Wesen entstehen zu lassen. Statt das Ei der Mutter und ein Spermium des Vaters zu kombinieren und so ein einmaliges Lebewesen zu schaffen, würde beim Klonen ein Baby aus nur einer einzigen Zelle eines einzelnen Menschen entstehen. Der Klon wird zur genetisch identischen Kopie dieses Menschen. Durch das Klonen entsteht nichts Neues, sondern nur eine genetische Kopie eines Lebewesens, das es schon gibt. Die meisten Menschen reagieren empfindlich auf dieses Thema, weil ihnen sofort furchtbare Bilder vor Augen schweben. Bilder aus Science-Fiction-Filmen mit Fortpflanzungsfabriken. Bilder, die einem deutlich machen, dass unsere Technik wohl tatsächlich ermöglicht, selbst in den intimsten Vorgang unseres Lebens einzugreifen. Das geht schon ziemlich weit. Doch welche Gründe die Gegner des Klonens auch ins Feld führen, es gibt Menschen, die sich von der neuen Technologie viel versprechen. Paare zum Beispiel, die auf herkömmlichem Weg keinen Nachwuchs zeugen können. Sie hoffen, durch das Klonen eigene Kinder zu bekommen. Desiree und Matthew Recker würden den Schritt ins Unbekannte nur zu gerne wagen. Seit einer Chemotherapie vor 2 Jahren ist Desiree unfruchtbar. Ich gucke mir Matthew an und dann gucke ich mir andere Leute in unserem Alter an. Die gründen gerade eine Familie und sind furchtbar aufgeregt, weil die Geburt des ersten Babys bevorsteht. Mich macht das ziemlich traurig, weil ich ihm das nicht ermöglichen kann. Desiree und Matthew Recker wollten ein Kind adoptieren, doch ihr Antrag wurde abgelehnt. In ihrer Verzweiflung machte Desiree sich im Internet auf die Suche nach anderen Lösungen und wurde fündig. Vielleicht könnte sie mit Hilfe des Klonens sogar ein Kind bekommen, das auch genetisch mit ihr verwandt wäre. Als Matthew nach Hause kam, wartete ich schon an der Tür auf ihn. Ich war so aufgeregt, dass ich immer nur meinte, guck, was ich gefunden habe. Ich dachte am Anfang bloß, dass das nur so ein Internetschwindel sein konnte. Ich auch. Doch die Reckers sammelten immer mehr Informationen. Heute sind sie fest davon überzeugt, dass ihr Kinderwunsch per Klonen erfüllbar wäre. Mir wurde klar, dass uns das wirklich weiterhelfen könnte. Das war eine tolle Entdeckung. Es war ein Licht am Ende des Tunnels. Jene Männer, die behaupten, dass sie Paaren wie den Reckers helfen können, sind im Augenblick in eigener Sache unterwegs. Sie müssen Überzeugungsarbeit leisten. In Oxford ließen sie sich dafür sogar auf eine Debatte mit den Größen der britischen Wissenschaft ein. Guten Abend und willkommen bei den Oxford Union Debates. Jeder, der uns als Spezialisten für Unfruchtbarkeit aufsucht, will ein Kind. Am besten gestern und gesund soll es auch sein. Dr. Savos hat sich in seiner Klinik in Kentucky bislang auf künstliche Befruchtungen spezialisiert. Ein Klonversuch soll bei ihm rund $50.000 kosten. Ein lukratives Geschäft. Sie müssen bedenken, dass wir verantwortlich handeln. Und zwar im Interesse von Menschen, die heute Abend nicht hier sind.
Patienten, die unfruchtbar sind, melden sich nicht so einfach zu Wort wie Sie. Über Ihr Leiden wird nicht gesprochen. Deshalb melden wir uns zu Wort. Die Wissenschaftler in Oxford waren allerdings kaum beeindruckt. Was Sie tun, ist höchst anrüchig. Es ist erschreckend. Mir ist egal, ob Sie ein Kind klonen, denn ich weiß, dass mit der ganzen Härte des Gesetzes gegen Sie vorgegangen wird, wenn Sie ein missgebildetes Kind produzieren. Die Eltern des Kindes werden Sie durch alle Instanzen verfolgen, und Gott möge Ihnen helfen, wenn das geschieht. Gegen Sie werden alle Gesetze ausgeschöpft werden, egal ob in den USA oder in Italien. Was Dr. Savos und seine Kollegen vorhaben, wurde bisher nur an Tieren erprobt. Aus der Eizelle einer Frau wollen sie den Nukleus, den Kern, entfernen, in dem sich die Erbanlagen befinden. Die Eizelle ist daraufhin quasi hohl. Dann wird aus dem Körper des Menschen, der geklont werden soll, eine Zelle entnommen. Aus dieser einzelnen Spenderzelle soll der neue Mensch entstehen, als genetisch identische Kopie. Um einen Erwachsenen zu klonen, würde man eine Zelle aus seinem Körper nehmen. Sie kann von einem Kratzer in der Haut ebenso stammen wie aus einer Biopsie, einer Gewebeprobe. Und diese Zelle wird dann ins Labor gebracht. Die DNA aus dieser Zelle wird in das geleerte Ei implantiert. Das Wachstum des Eis muss allerdings künstlich gefördert werden. Durch einen elektrischen Impuls zum Beispiel. Auch Chemikalien können diese Aufgabe übernehmen. Die ausgereifte Zelle aus dem Körper des Spenders verwandelt sich nun auf wundersame Weise in eine Zelle zurück, die wie die Stammzellen des Embryos die verschiedensten Gewebe und Organe bilden kann. In den ersten Tagen vollzieht sich das Wachstum des neuen Embryos noch im Reagenzglas. Dann wird der Embryo in die Gebärmutter einer Frau implantiert. Dort könnte er zum menschlichen Wesen heranwachsen, zum Klon. Neun Monate später würde dann ein Kind zur Welt kommen. Es unterscheidet sich nur durch einen einzigen Punkt von einem Kind, das auf gewöhnliche Weise gezeugt wurde. Es hätte den exakt gleichen genetischen Aufbau wie das Individuum, das den ursprünglichen Zellkern geliefert hat. Gerade dieser Punkt macht das Klonen scheinbar auch für Menschen interessant, die gern die Toten wieder zum Leben erwecken würden. Als bei Al Powells Mutter Krebs im Endstadium festgestellt wurde, stand bald eines Felsen fest. Sie sollte als Klon eine zweite Chance erhalten. Ich verfolgte die ganze Kontroverse ums Klonen und kam ziemlich schnell auf die Idee, dass wir sie klonen müssten. Das war nur etwa 2,5 Monate vor ihrem Tod und wir wussten schon, dass sie nicht mehr lange zu leben hätte. Um Pauls Mutter irgendwann einmal klonen zu können, müsste eine Probe ihres Körpergewebes eingefroren werden. Anfangs ließ sich allerdings kein Arzt finden, der diese Aufgabe übernehmen wollte. Mein Bruder und ich überlegten sogar schon, ob wir es nach dem Tod unserer Mutter nicht einfach selbst erledigen sollten. Wir wandten uns an jemanden, der uns sagen könnte, wie man das anstellt. Man kann die Gewebeprobe aus dem Oberarm entnehmen oder aus dem Unterschenkel. Das ginge sogar mit einer Schere. Man müsste sie nur desinfizieren und Handschuhe tragen.
Im letzten Moment fanden die Pauls dann doch noch einen Arzt, der den Eingriff professionell durchführte. Ich ging mit dem Arzt hinein. Wir hatten 6 kleine Röhrchen dabei. Der Arzt entnahm die Gewebeproben, zerschnitt sie und verteilte sie auf die 6 Röhrchen. Die wurden dann gut verschlossen und am nächsten Tag per Kurier ins Labor geschickt. In einer Tiefkühlbox irgendwo in Amerika warten nun 6 Gewebeproben von L. Pauls Mutter darauf, dass die Ära der menschlichen Klone endlich beginnt. Noch vor wenigen Jahren sah es allerdings so aus, als würde ihre Zeit nie kommen. Mehr als 3 Jahrzehnte lang hatten die Forscher vergeblich versucht, mit den ausgereiften Zellen erwachsener Tiere Klone zu fabrizieren. In den 80er Jahren hieß es allgemein, dass das Klonieren Science Fiction bleiben würde. Wenn Sie einen Genetiker vor 25 Jahren gefragt hätten, ob wir in 25 Jahren tun und wissen würden, was wir heute ganz alltäglich tun und wissen, hätte er Ihnen wohl geantwortet, niemals werden wir das in diesem Zeitraum erreichen. Doch im Februar 1997 war es soweit. Das Zeitalter der Klone begann. Mit einem Schaf namens Dolly. Dolly wurde zum Star. Immerhin war sie das allererste Säugetier, das nicht aus embryonalen Stammzellen geklont wurde, sondern aus erwachsenen Zellen. Und sie war nur der Anfang. Seitdem wurden Schafe, Kühe, Schweine, Ziegen, Mäuse und vor kurzem auch eine Katze geklont. Die Schöpfer dieser Klone spielten allerdings nie mit dem Gedanken, auch Menschen zu klonen. In ihren Augen ist das Klonen nicht mehr und nicht weniger als eine neue Zuchtmethode für Tiere, die in Zukunft unser Leben vereinfachen könnten. Dann werden auf Tierschauen wie dieser vielleicht Rinder verkauft, deren Milch durch menschliche Antikörper oder bestimmte Medikamente angereichert ist. Doch das würde allein durch das Klonen möglich. Nur wer ein Tier genetisch umformt, kann auf diese Weise eine ganze Herde erschaffen. Jenseits des Medienrummels um geklonte Babys sehen die meisten Wissenschaftler auch bei Menschen durchaus Einsatzmöglichkeiten für das Klonieren. Parkinson- oder Herzpatienten etwa könnten durch neue Hirn- oder Herzzellen gerettet werden, die aus ihren eigenen Zellen geklont wurden. Noch sind all diese Möglichkeiten aber Zukunftsmusik. Der Alltag der Klonforscher ist eher ernüchternd. Im schottischen Roslin Institute wurde dank Dolly Geschichte geschrieben. Doch selbst hier fällt es den Forschern schwer, ihren ersten Erfolg zu wiederholen. Nur 2-3% der hiesigen Klone werden lebendig geboren. Bei allen anderen bleibt das Wachstum des Embryos aus oder die Implantation in den Uterus schlägt fehl. Selbst in den wenigen Fällen, in denen es zur Schwangerschaft kommt, sterben die meisten geklonten Tiere noch vor der Geburt. Es kann in jeder Phase der Schwangerschaft zum Tod kommen. Manchmal gibt es Probleme mit der Plazenta. In anderen Fällen sieht alles ganz wunderbar aus. Wir erwarten die Geburt schon für die nächsten Tage und dann stirbt das Lamm plötzlich an irgendeinem Problem, das per Ultraschall nicht zu erkennen ist. Auch bei den überlebenden Klonen kommt es zu seltsamen Komplikationen. Einmal freuten wir uns schon, weil ein Kalb lebend geboren wurde und anscheinend gesund war. Es musste allerdings ständig nach Luft ringen. So wie Sie oder ich nach einem 100-Meter-Sprint. Das aber rund um die Uhr.
Meine Kollegen holten sich Rat von Tierärzten und beim Kinderkrankenhaus. Ihnen wurden verschiedene Therapien empfohlen, aber keine schaffte Abhilfe. Nicht nur die Tiere im Roslin Institute waren betroffen. Überall auf der Erde verendeten Klone an Krankheiten, die niemand erklären konnte. Bei den Klonen der verschiedensten Tierarten kommt es zu den unterschiedlichsten Missbildungen. Sie haben Probleme mit den Nieren, der Leber, dem Herzen, den Blutgefäßen, aber auch den Muskeln und der Haut. Herzfehler, Missbildungen der Glieder und des Gesichts. Neugeborene hatten bei der Geburt das Innerste nach außen gekehrt. Sie haben Probleme des Immunsystems, der Lunge und des Herzens. Oft sterben sie kurz nach der Geburt. Die Muskeln, das Gehirn und das Gesicht. Einige müssen mit Sauerstoff versorgt werden. Haben Sie schon mal ein Kalb mit einer Sauerstoffflasche grasen gesehen? Fieberhaft wurde die Lösung des Rätsels gesucht. Aus den Organen toter Klone wurden Gewebeproben entnommen und analysiert. Die Pathologin Susan Ryan zählte zu den ersten, die solche Gewebeproben unter ein Mikroskop legte. Was sie dabei sah, schockierte sie. Diese Lämmer hatten Probleme mit der Atmung. Was lag also näher, als das Lungengewebe zu untersuchen? Das ist eine Gewebeprobe von einem normalen Lamm. Die ganze Struktur ist darauf ausgerichtet, so viel Luft wie möglich in die Lungen zu bringen. Das hier ist ein Blutgefäß. Ein Stück Lunge von einem geklonten Lamm sieht dagegen ganz anders aus als von einem normalen. Dieses Blutgefäß ist krankhaft vergrößert. Es ist sehr viel größer als alle Blutgefäße in einer gesunden Lunge. Je mehr Gewebeproben Susan Rind untersuchte, desto katastrophaler war ihr Fazit. Bei dieser Aufnahme im gleichen Maßstab passt das Blutgefäß nicht einmal mehr auf das Bild. Seine Vergrößerung ist noch extremer. Die Blutgefäße dieses Lamms waren etwa 20 Mal so groß wie normal. Kein Wunder, dass sein Herz überfordert war. Die Überlebenschancen des Tieres waren gleich null. Auch im Nierengewebe geklonter Tiere ließen sich Missbildungen feststellen. Links die Niere eines gesunden Lammes, rechts dagegen im selben Maßstab die Nieren geklonter Lämmer. Sie sind stark geschrumpft. Ein Großteil ihres Gewebes fehlt schlichtweg. Bei der Leber geklonter Tiere war vor allem die Beschaffenheit des Gewebes problematisch. Beim normalen Lamm ist es gesund und erscheint in hellrot. Bei geklonten Lämmern besteht die Leber dagegen oft aus Zellen mit kaum definierter Struktur, die nicht als Leberzellen funktionieren. Missbildungen wie diese lassen auch für das Klonen von Menschen das Schlimmste befürchten. Ein Kind, das mit solchen Defekten zur Welt käme, würde wohl unter Krankheiten leiden, die kein Arzt je zu behandeln hatte. Dr. Zavos und sein italienischer Kollege Dr. Severino Antinori sind trotzdem überzeugt davon, dass sie gesunde menschliche Klone zustande bringen. Wir haben nicht vor, auf unserem Weg über Leichen oder missgebildete Kinder zu gehen. Ich bin nicht sicher, ob ich eine Schwangerschaft nicht abbreche, wenn es zu Abnormitäten kommt. Die Wreckers kann selbst die Gefahr, ein kaum lebensfähiges Kind zur Welt zu bringen, nicht abschrecken. Sie würden jedes Risiko eingehen, um Nachwuchs zu haben. Und scheinen kaum zu ahnen, wie gravierend die Probleme sein können. Der
Selbst wenn mit dem Kind irgendetwas nicht stimmt, werfen wir es doch nicht einfach weg. Wir würden es so gut wir können großziehen und es wie ein normales Kind behandeln. Es wäre doch wie ich, wenn ich auf normalem Weg schwanger werden könnte und wir müssten im fünften Monat herausfinden, dass ihm ein Arm oder ein Bein fehlt, würden wir es wohl auch nicht einfach abtreiben. Solche Menschen sind wir nicht. Wir haben es geschaffen, also sind wir auch dafür verantwortlich. Die Wissenschaftler fahndeten noch immer nach einem Grund für die Missbildungen der geklonten Tiere. Sie verfolgten die verschiedensten Theorien. Sämtliche Klone waren aus Zellen ausgewachsener Tiere entstanden. Waren sie vielleicht frühzeitig gealtert und deshalb gestorben? Oder veränderte sich beim Klonen die DNA, die zum Einsatz kam? Die Wissenschaftler kamen nicht weiter. Keine Theorie ließ sich beweisen. Bald meinten erste Forscher, dass das Problem wohl in der Frage liegen müsse, auf die niemand eine definitive Antwort weiß. Wie kann ein neues Lebewesen aus nur einer Zelle eines ausgewachsenen Tieres oder Menschen entstehen? Das biologische System der Befruchtung entwickelte sich in Millionen von Jahren. Was wir hier versuchen, hat damit aber rein gar nichts zu tun. Wir sollten uns also nicht wundern, wenn es zu Problemen kommt. Wir sollten eher staunen, wenn es hin und wieder funktioniert. Die Entstehung eines Vielzellers ist ein ungeheuer komplizierter Vorgang. Die Gene funktionieren dabei fast wie eine Druckerpresse. Jedes einzelne Gen ist eine Druckvorlage mit einer ganz eigenen Botschaft und Aufgabe. Um funktionieren zu können, muss ein Gen aktiviert werden. Sind sie erst aktiviert, produzieren alle Gene unterschiedliche Botschaften, die den Zellen mitteilen, wie sie die Organe und Gewebearten herstellen, die der Mensch braucht. Ein Mensch kann nur dann gesund bleiben, wenn seine Gene zur richtigen Zeit aktiviert werden und das nach einem System, dessen einzelne Schritte alle miteinander verknüpft sind. Genauso wichtig wie das Anschalten ist aber auch das Abschalten der Gene, deren Aufgabe erfüllt ist. Die gewaltigen Blutgefäße und die übergroßen Innereien der Klone deuteten darauf hin, dass eben dieses Deaktivierungssystem bei ihnen nicht funktionierte. Das Wachstum wurde deshalb ständig fortgesetzt. Bald fand sich ein erster Hinweis auf die Richtigkeit dieser Hypothese. Er kam von Forschern, die sich tagtäglich mit künstlichen Befruchtungen beschäftigen. Sie hatten festgestellt, dass Tiere, die durch künstliche Befruchtung entstehen, schon im Mutterleib oft gefährlich groß werden, genau wie die Organe einzelner Klone. Lorraine Young vom Roslin Institut wollte diesem Phänomen auf den Grund gehen. Doch das schien fast unmöglich. Es war wie die Suche nach der berühmten Nadel im Heuhaufen. In jeder Zelle eines Embryos befinden sich etwa 30.000 Gene. Und jedes dieser Gene könnte Probleme bereiten. Wie sollte Dr. Young herausfinden, welche Gene für den Riesenwuchs der Tiere verantwortlich waren? Eine seltene menschliche Krankheit lieferte einen ersten Anhaltspunkt. Das Beckwith-Wiedemann-Syndrom. Die kleine Thelma Cordes wurde mit den Symptomen dieses Fehlbildungssyndroms geboren. Verursacht wird BWS durch Veränderungen an Genen, die unser Wachstum kontrollieren. Als Thelma zur Welt kam, befand sich ein Teil ihres Darms außerhalb der Bauchdecke. Sie musste schon 2 Tage nach der Geburt operiert werden. Das Beckwith-Wiedemann-Syndrom führt zu erheblichen Wachstumsstörungen. Betroffene Kinder sind oft schon bei der Geburt zu schwer, leiden an einer Vergrößerung der Zunge und einem Riesenwuchs einzelner Organe und Gewebe. Auch bei Leber- und Nierenzellen kann das Wachstum außer Kontrolle geraten. Der Grund für diese Symptome ist eine Mutation im 11. Chromosom. Betroffen ist unter anderem das Wachstumsfaktor 2-Gen.
Wenn diese Gene das Wachstum eines Kindes nicht richtig kontrollieren, kann es nicht nur zum Riesenwuchs einzelner Organe kommen, sondern auch zur Bildung von Tumoren. Thelma wird deshalb bis zu ihrem 8. Lebensjahr alle 3 Monate per Ultraschall untersucht. Die Ärzte wollen ganz sicher gehen, dass sie gesund ist. Wir versuchen jedes Mal, die Sache optimistisch anzugehen. Aber man weiß ja nie, ob alles in Ordnung ist. Bis der Arzt es sich ansieht und sagt, alles okay. Man denkt lieber gar nicht erst daran, was geschehe, wenn nicht alles okay wäre. Niemand wünscht sich, dass sein Kind Krebs hat. Lorraine Young hatte einen ersten Anhaltspunkt. Die Gene, die dieses Syndrom verursachten, könnten auch das krankhafte Wachstum bei Tieren hervorrufen, die durch eine künstliche Befruchtung entstanden waren. Geduldig verglich sie die betroffenen Gene bei gesunden und bei zu großen Lämmern. Erst nach einigen Monaten entdeckte Lorraine Young den grundlegenden Unterschied. In ihrer Forschungsarbeit hatte sie sich natürlich auf die Gene konzentriert, die das Wachstum steuern. Gerade bei einem dieser Gene schien tatsächlich eine Mutation vorzuliegen. Die Analyse zeigte, dass dem Gen das Molekül fehlte, das es für gewöhnlich aktiviert. Ohne dieses Methylmolekül kann das Gen seine Aufgabe nicht erfüllen. Und das Wachstum des Tieres gerät außer Kontrolle. Es braucht in der DNA bloß diese Methylgruppe zu fehlen und das Tier wurde viel zu groß. Das ist unser bislang wichtigstes Forschungsergebnis. Dr. Young hatte ihre Untersuchungen an Tieren durchgeführt, die durch künstliche Befruchtung entstanden waren. Vielleicht wurden die Probleme geklonter Tiere aber ebenfalls durch das Fehlen von Methylmolekülen und ähnlichen Aktivierungsschaltern verursacht? Gleich mehrere Wissenschaftlerteams auf verschiedenen Kontinenten untersuchten nun Gewebeproben von geklonten Tieren auf das Fehlen von Methylmolekülen. Auch Dr. Savos hörte natürlich von Lorraine Youngs Entdeckung. Wir werden in 30 bis 60 Tagen mit dem Klonen von Menschen beginnen. Für ihn war das Problem gefunden und damit auch schon gelöst. Bald erklärte Savos, dass er durchaus in der Lage sei, das Klonen sicherer zu machen. Er will die geklonten Embryos ganz einfach auf die von Dr. Young gefundenen Fehler hin untersuchen und nur die verwenden, die gesund wirken. Seine Behauptungen sind lächerlich und völlig verantwortungslos. Sie entbehren jeder wissenschaftlichen Basis. Er erklärt in keiner Weise, wie er denn eigentlich vorgehen will. Für mich demonstriert das Ganze einen erschreckenden Mangel an wissenschaftlichem Verständnis. Die Fernsehauftritte von Dr. Savos werden durch einen Exklusivvertrag geregelt. Ein Interview war deshalb nicht möglich. Schriftlich teilte der Arzt nur mit, dass er immer dann von der Gesundheit eines Embryos ausgehen wird, wenn die Methylmoleküle der Wachstumsgene normal aussehen. Savos und Antinori glauben, dass dies schon ausreicht, um mögliche Missbildungen zu verhindern. Wir werden durch unsere Prozedur 99% aller Abnormitäten verhindern können. Lorraine Young glaubt allerdings, dass nicht nur ein Gen Probleme bereiten könnte, sondern praktisch jedes. Auch in den verschiedensten anderen Genen kann es zu Problemen kommen. Savos wird tausende von Problemen übersehen. Er wird alles übersehen. Inzwischen wurde die Arbeit von Lorraine Young durch andere Studien bestätigt. Auch in Japan und den USA haben Wissenschaftler herausgefunden, dass das Methylmolekül verschiedener Gene beim Klonen beschädigt wird.
Molekül verschiedener Gene beim Klonen beschädigt wird. Heute gehen die Fachleute davon aus, dass das Klonen bei allen 30.000 Genen zu unvorhersehbaren Störungen führen kann, die das Aktivieren der Gene beeinträchtigen. Ein Klon könnte sich also völlig normal entwickeln, bis plötzlich irgendein Schlüsselgen zur Katastrophe führt. Auch beim Klonen eines Menschen, so die Experten, könnten die Gene in dieser Weise zur Zeitbombe werden. Zu den wahrscheinlichsten Folgen würden späte Abtreibungen und Totgeburten gehören. Aber auch, und das wäre wohl am schlimmsten, Kinder, die überleben, jedoch missgebildet sind. Und die Risiken enden nicht mit der Geburt. Wir sind unser Leben lang von Genen abhängig, die zur richtigen Zeit an- und abgeschaltet werden müssen. Dabei kann immer etwas schiefgehen. Bestimmte Gene sorgen etwa dafür, dass Kinder die Pubertät durchlaufen. Vorher sind sie unwichtig. Weist ein solches Gen aber eine Abnormität auf, entwickelt sich das Kind in seiner Jugend plötzlich nicht mehr normal. Ein Versagen kann also jederzeit auftreten. Das sollte jeder bedenken, der mit den heutigen Techniken einen Menschen klonen will. Professor Greg Stock von der University of California glaubt allerdings, dass die Probleme, die das Klonen von Menschen mit sich brächte, übertrieben werden. Da untersucht man eine Handvoll von Genen und dann wird behauptet, dass das Klonen von Menschen nie möglich sein wird oder dass es zumindest höchst schwierig werden dürfte. Diese Studien sind doch sehr oberflächlicher Natur. Deshalb sind solche Statements nicht eben gerechtfertigt. Auch Dr. Savos und seine Mitarbeiter gehen davon aus, dass ihre Gegner die Risiken grob übertreiben. Hallo, Dolly. Die Behauptung, dass die berühmte Dolly vielleicht Hirnprobleme habe, ist für Savos ein bloßer Witz. Bis vor kurzem ging es Dolly doch ganz gut. Dann erfuhren auch wir die schockierende Nachricht, dass sie ein Problem mit der Intelligenz habe. Das darf doch wohl nicht wahr sein. Dolly ist 4 oder 5 Jahre alt und sie ist dumm. Dolly is stupid. Now, soweit ich aber weiß, hat weder Oxford noch irgendeine andere Institution je einen IQ-Test für Schafe entwickelt. Let's get serious. Im Ernst, meine Damen und Herren, das können Sie nicht machen. Ich kenne mich doch aus mit Schafen. Immerhin war ich früher Schafhirte. Und ich kann Ihnen sagen, dass ich noch nie ein Schaf getroffen habe, dessen IQ nicht bei -10 lag. Panikmache ist eine Sache, aber die Tatsachen des Lebens sind eine andere und an die sollten wir uns halten. Was ist denn überhaupt ein Klon? Mutter Natur fertigt selber Klone an, eineiige Zwillinge. Aus einem befruchteten Ei entstehen dabei 2 wunderhübsche Kinder. Die Zwillinge, die Savos anführt, mögen natürlichen Klonen recht nahe kommen. Selbst bei ihnen kommt es hin und wieder aber zu genetischen Komplikationen, die zu unheilbaren Krankheiten führen. Um wie viel gefährdeter müssen dann Klone sein, die ihr Leben einem künstlichen Eingriff mit Pipetten und Stromschlag verdanken? Professor Greg Stock, der kein genereller Gegner des Klonierens ist, weiß, dass schon die natürliche Fortpflanzung nicht ohne Gefahren ist. Tatsächlich ist die natürliche Reproduktion eine riskante Angelegenheit. Es kommt dabei ständig zu Abnormitäten. Da gibt es Fehlgeburten und 3 oder 4% der Kinder, die geboren werden, weisen den einen oder anderen genetischen Fehler auf. Wir können beim Klonen keine absolute Sicherheit verlangen. Allerdings sollte die Sicherheit zumindest der anderer reproduktiver Prozeduren entsprechen. Auch das Thema der künstlichen Befruchtung hatte lange die Geister geschieden. Doch dann kam vor 23 Jahren Louise zur Welt. Das kleine Mädchen war das erste Kind, das nach einer künstlichen Befruchtung im Labor geboren wurde. Und Louise war kerngesund. Inzwischen gehört die künstliche Befruchtung zum wissenschaftlichen Alltag.
Und Savos und Antinori gehen davon aus, dass das Klonen in Zukunft ebenso ungefährlich sein wird. Sie werden es tun, egal mit welchen Konsequenzen? Es wird keine Konsequenzen geben. Unsere Erfolgsrate wird der der künstlichen Befruchtung entsprechen. In den USA liegt die bei etwa 30%. In den vergangenen 10 Jahren ist allerdings eine neue Art der künstlichen Befruchtung entstanden, die weiter geht als die klassische Variante. Diese Technik wird Mikroinjektion genannt. Spermien, die nicht beweglich genug sind, um auf natürlichem Weg in eine Eizelle vorzudringen, werden dabei mit einer Pipette injiziert. Die Mikroinjektion zeigt uns schon heute, wie die menschlichen Zellen mit den Manipulationen zurechtkommen, die auch zum Klonen eines Menschen notwendig wären. Tausende gesunder Kinder wurden bislang nach Mikroinjektionen geboren. Einige Wissenschaftler berichten inzwischen jedoch von ersten Problemen. Die neue Befruchtungstechnik, so ihre Mutmaßung, könnte die Gefahr von Missbildungen erhöhen. Zum Teil werden die Probleme sicher von den schwachen Spermien verursacht. Vielleicht sorgt aber auch die Technik selbst für Probleme. Das Injizieren von DNA in das Herz einer Eizelle. Ein amerikanisches Team verglich unlängst, wie Eizelle und Spermium sich in den ersten Stunden nach einer normalen Befruchtung und nach einer Mikroinjektion entwickeln. Dabei wurden besorgniserregende Unterschiede festgestellt. Das sind menschliche Spermien vor der Befruchtung. Man sieht, dass die Chromosomen des Spermiums, die hier blau erscheinen, um ihre Mitte diese Art Krawatte tragen. Während der Befruchtung wird diese Krawatte für gewöhnlich an der Eizellenhülle abgestreift. Im Gegensatz dazu sieht man nach einer Mikroinjektion, dass das Spermium im Ei steckt, der rosa Kragen aber erhalten bleibt. Das Spermium bläht sich deshalb nicht gleichmäßig auf wie ein Ballon, es wird durch die Krawatte zusammengedrückt. Bei einer natürlichen Befruchtung würde die DNA eines Spermiums gleichmäßig anschwellen und sich dadurch auf die Verschmelzung mit der DNA der Eizelle vorbereiten. Nach einer Mikroinjektion scheint die Hülle des Spermiums plötzlich im Weg zu sein und das besonders wichtige Geschlechtschromosom sitzt fest. Dieses Phänomen könnte auch für das Klonen von Menschen weitreichende Folgen haben. Immerhin wird beim Klonieren kein Spermium injiziert, sondern der Kern einer Zellart, die nie dazu bestimmt war, sich mit einer Eizelle zu vereinen. Das Fehlerpotenzial ist hier ungleich höher. Wenn man zum Beispiel ein Tier wie Dolly klont, werden ja zuerst die Chromosomen der Mutter entfernt. Die Eizelle wird nicht durch ein Spermium aufgeweckt oder gereizt, sondern meist durch einen elektrischen Impuls. Aber ein Stromstoß ist wohl kaum die beste Art und Weise, sein Leben zu beginnen. Mit der Natur hat das wenig zu tun. Dr. Savos und sein Kollege Antinori behaupten dennoch, dass sie soweit sind. In Kürze wollen sie den Verlauf der menschlichen Evolution für immer verändern. Natürlich werden wir es machen, egal was passiert. Die Entscheidung wird ja letztlich nicht von uns getroffen, sondern von den unfruchtbaren Paaren. Kein anderer hat damit zu tun. Wir haben 200 Paare auf der Liste. Das heißt natürlich nicht, dass sofort 200 Paare geklont werden. Wir fangen mit dem ersten an, bis wir beim 200. sind. Erst der tatsächliche Versuch wird letztlich zeigen, ob das Vorhaben von Dr. Savos wirklich gelingt. Andere Wissenschaftler haben allerdings schon schlechte Erfahrungen mit dem Klonen eines unserer Verwandten gemacht. Mehr als 1000 Mal wurde versucht, einen Rhesusaffen aus einer Zelle eines erwachsenen Tieres zu klonen. Ohne jeden Erfolg. Die DNA wurde bei dem Unterfangen so beschädigt, dass kein einziger Embryo überlebte. Trotzdem glauben viele Experten, dass es nur eine Frage der Zeit ist, bis auch diese Hürden überwunden sind. Und dass in der Zukunft unweigerlich Menschen geklont werden. Zuerst wird wohl die Technologie ständig verbessert.
Diese Methoden werden dann bei Schafen, Rindern und Mäusen angewandt. Hunde und Katzen dürften bald mit solchem Erfolg geklont werden, dass immer mehr Leute ihre Haustiere klonen lassen wollen. Erste geklonte Rhesusaffen zeigen uns dann, dass sich die Methoden durchaus auch auf Primaten anwenden lassen. Zu diesem Zeitpunkt müssten die Risiken so weit reduziert sein, dass die Klonfanatiker aus aller Welt wie Zavos und Antinori auch mitmachen wollen. Dann wird das Klonen eines Menschen versucht und es dürfte wohl gelingen. Schon jetzt interessieren sich immer mehr Menschen für diese völlig neue Möglichkeit, ihr Leben zu verändern. Versetzen Sie sich doch erst einmal an unsere Stelle. Und sei es nur für eine Woche. Dann dürfen Sie über uns urteilen. Leben Sie unsere Situation. Und ich bin sicher, dass Ihr Urteil ganz anders ausfällt. Ich verurteile Sie aus demselben Grund, aus dem heraus Sie alle verantwortlich handelnden Wissenschaftler verurteilen, die wirkliche Informationen veröffentlichen. Noch sind sich Fachweltpolitiker und Öffentlichkeit einigermaßen einig. Das Klonen von Menschen kann nur zur Katastrophe führen. Sie sollten nicht klonen, weil es gefährlich ist, nicht notwendig und weil es unserem Respekt vor dem menschlichen Leben und dem menschlichen Wesen schadet. Und Sie sollten sich schämen für das, was Sie tun. Vielleicht ist das Klonieren des ersten Menschen aber schon nicht mehr aufzuhalten. Wir tun es richtig, meine Damen und Herren, oder wir tun es gar nicht. Und all die Menschen, die diese Technologie verbieten wollen, werden wohl kaum die Neil Armstrongs sein, die uns zum Mond bringen. Das habe ich schon vor dem US-Kongress verkündet und ich wiederhole es heute hier. Wir müssen mutig sein und nach vorne schauen. Wir müssen diese Technologie in verantwortlicher Weise weiterentwickeln. Ich glaube, dass dies das Richtige ist. Und wir werden es tun. Vielen Dank. Herzfehler, Missbildungen der Glieder und des Gesichts. Neugeborene hatten bei der Geburt das Innerste nach außen gekehrt. Sie haben Probleme des Immunsystems, der Lunge und des Herzens. Oft sterben sie kurz nach der Geburt. Die Muskeln, das Gehirn und das Gesicht. Einige müssen mit Sauerstoff versorgt werden. Haben Sie schon mal ein Kalb mit einer Sauerstoffflasche grasen gesehen? Fieberhaft wurde die Lösung des Rätsels gesucht. Aus den Organen toter Klone wurden Gewebeproben entnommen und analysiert. Die Pathologin Susan Ryan zählte zu den ersten, die solche Gewebeproben unter ein Mikroskop legte. Was sie dabei sah, schockierte sie. Diese Lämmer hatten Probleme mit der Atmung. Was lag also näher, als das Lungengewebe zu untersuchen? Das ist eine Gewebeprobe von einem normalen Lamm. Die ganze Struktur ist darauf ausgerichtet, so viel Luft wie möglich in die Lungen zu bringen. Das hier ist ein Blutgefäß. Ein Stück Lunge von einem geklonten Lamm sieht dagegen ganz anders aus als von einem normalen. Dieses Blutgefäß ist krankhaft vergrößert. Es ist sehr viel größer als alle Blutgefäße in einer gesunden Lunge. Je mehr Gewebeproben Susan Ryan untersuchte, desto katastrophaler war ihr Fazit.
Bei dieser Aufnahme im gleichen Maßstab passt das Blutgefäß nicht einmal mehr auf das Bild. Seine Vergrößerung ist noch extremer. Die Blutgefäße dieses Lamms waren etwa 20 Mal so groß wie normal. Kein Wunder, dass sein Herz überfordert war. Die Überlebenschancen des Tieres waren gleich null. Auch im Nierengewebe geklonter Tiere ließen sich Missbildungen feststellen. Links die Niere eines gesunden Lammes, rechts dagegen im selben Maßstab die Nieren geklonter Lämmer. Sie sind stark geschrumpft. Ein Großteil ihres Gewebes fehlt schlichtweg. Bei der Leber geklonter Tiere war vor allem die Beschaffenheit des Gewebes problematisch. Beim normalen Lamm ist es gesund und erscheint in hellrot. Bei geklonten Lämmern besteht die Leber dagegen oft aus Zellen mit kaum definierter Struktur, die nicht als Leberzellen funktionieren. Missbildungen wie diese lassen auch für das Klonen von Menschen das Schlimmste befürchten. Ein Kind, das mit solchen Defekten zur Welt käme, würde wohl unter Krankheiten leiden, die kein Arzt je zu behandeln hatte. Dr. Zavos und sein italienischer Kollege Dr. Severino Antinori sind trotzdem überzeugt davon, dass sie gesunde menschliche Klone zustande bringen. Wir haben nicht vor, auf unserem Weg über Leichen oder missgebildete Kinder zu gehen. Ich bin nicht sicher, ob ich eine Schwangerschaft nicht abbreche, wenn es zu Abnormitäten kommt. Die Rackers kann selbst die Gefahr, ein kaum lebensfähiges Kind zur Welt zu bringen, nicht abschrecken. Sie würden jedes Risiko eingehen, um Nachwuchs zu haben. Und scheinen kaum zu ahnen, wie gravierend die Probleme sein können. Selbst wenn mit dem Kind irgendetwas nicht stimmt, werfen wir es doch nicht einfach weg. Wir würden es so gut wir können großziehen und es wie ein normales Kind behandeln. Es wäre doch wie ich, wenn ich auf normalem Weg schwanger werden könnte und wir müssten im fünften Monat herausfinden, dass ihm ein Arm oder ein Bein fehlt, würden wir es wohl auch nicht einfach abtreiben. Solche Menschen sind wir nicht. Wir haben es geschaffen, also sind wir auch dafür verantwortlich. Die Wissenschaftler fahndeten noch immer nach einem Grund für die Missbildungen der geklonten Tiere. Sie verfolgten die verschiedensten Theorien. Sämtliche Klone waren aus Zellen ausgewachsener Tiere entstanden. Waren sie vielleicht frühzeitig gealtert und deshalb gestorben? Oder veränderte sich beim Klonen die DNA, die zum Einsatz kam? Die Wissenschaftler kamen nicht weiter. Keine Theorie. An der medizinischen Fakultät von Rom ist der Teufel los. Diese beiden Wissenschaftler haben eben verkündet, dass sie Ungeheures planen. Die meisten ihrer Kollegen halten ihr Vorhaben für höchst gefährlich und grundlegend falsch. Der Flaschengeist ist frei. Ihr Vorhaben könnte die Zukunft der menschlichen Evolution dramatisch verändern. Wir brauchen dazu keine Erlaubnis. Schon in Kürze wollen diese beiden Ärzte in einem geheimen Labor einen Menschen klonen. Mit aller nötigen Vorsicht. Neue Forschungen haben allerdings gezeigt, dass mit dem Klonieren ungeahnte Gefahren verbunden sind. Viele Wissenschaftler gehen heute davon aus, dass das Klonen eines Menschen zur Katastrophe werden würde. Ist die Wissenschaft denn überhaupt schon in der Lage, einen Menschen zu klonen? Das Klonieren wäre eine grundlegend neue Art und Weise, ein menschliches Wesen entstehen zu lassen. Statt das Ei der Mutter und ein Spermium des Vaters zu kombinieren und so ein einmaliges Lebewesen zu schaffen, würde beim Klonen ein Baby aus nur einer einzigen Zelle eines einzelnen Menschen entstehen. Der Klon wird zur genetisch identischen Kopie dieses Menschen. Durch das Klonen entsteht nichts Neues, sondern nur eine genetische Kopie eines Lebewesens, das es schon gibt. Die meisten Menschen reagieren empfindlich auf dieses Thema, weil ihnen sofort furchtbare Bilder vor Augen schweben. Bilder aus Science-Fiction-Filmen mit Fortpflanzungsfabriken.
Bilder, die einem deutlich machen, dass unsere Technik wohl tatsächlich ermöglicht, selbst in den intimsten Vorgang unseres Lebens einzugreifen. Das geht schon ziemlich weit. Doch welche Gründe die Gegner des Klonens auch ins Feld führen, es gibt Menschen, die sich von der neuen Technologie viel versprechen. Paare zum Beispiel, die auf herkömmlichem Weg keinen Nachwuchs zeugen können. Sie hoffen, durch das Klonen eigene Kinder zu bekommen. Desiree und Matthew Recker würden den Schritt ins Unbekannte nur zu gerne wagen. Seit einer Chemotherapie vor 2 Jahren ist Desiree unfruchtbar. Ich gucke mir Matthew an und dann gucke ich mir andere Leute in unserem Alter an. Die gründen gerade eine Familie und sind furchtbar aufgeregt, weil die Geburt des ersten Babys bevorsteht. Mich macht das ziemlich traurig, weil ich ihm das nicht ermöglichen kann. Desiree und Matthew Recker wollten ein Kind adoptieren, doch ihr Antrag wurde abgelehnt. In ihrer Verzweiflung machte Desiree sich im Internet auf die Suche nach anderen Lösungen und wurde fündig. Vielleicht könnte sie mit Hilfe des Klonens sogar ein Kind bekommen, das auch genetisch mit ihr verwandt wäre. Als Matthew nach Hause kam, wartete ich schon an der Tür auf ihn. Ich war so aufgeregt, dass ich immer nur meinte, guck, was ich gefunden habe. Ich dachte am Anfang bloß, dass das nur so ein Internetschwindel sein konnte. Ich auch. Doch die Rackers sammelten immer mehr Informationen. Heute sind sie fest davon überzeugt, dass ihr Kinderwunsch per Klonen erfüllbar wäre. Mir wurde klar, dass uns das wirklich weiterhelfen könnte. Das war eine tolle Entdeckung. Es war ein Licht am Ende des Tunnels. Jene Männer, die behaupten, dass sie Paaren wie den Rackers helfen können, sind im Augenblick in eigener Sache unterwegs. Sie müssen Überzeugungsarbeit leisten. In Oxford ließen sie sich dafür sogar auf eine Debatte mit den Größen der britischen Wissenschaft ein. Guten Abend und willkommen bei den Oxford Union Debates. Jeder, der uns als Spezialisten für Unfruchtbarkeit aufsucht, will ein Kind. Am besten gestern und gesund soll es auch sein. Dr. Savos hat sich in seiner Klinik in Kentucky bislang auf künstliche Befruchtungen spezialisiert. Ein Klonversuch soll bei ihm rund $50.000 kosten. Ein lukratives Geschäft. Sie müssen bedenken, dass wir verantwortlich handeln. Und zwar im Interesse von Menschen, die heute Abend nicht hier sind. Patienten, die unfruchtbar sind, melden sich nicht so einfach zu Wort wie Sie. Über ihr Leiden wird nicht gesprochen. Deshalb melden wir uns zu Wort. Die wurden dann gut verschlossen und am nächsten Tag per Kurier ins Labor geschickt. In einer Tiefkühlbox irgendwo in Amerika warten nun 6 Gewebeproben von L. Pauls Mutter darauf, dass die Ära der menschlichen Klone endlich beginnt. Noch vor wenigen Jahren sah es allerdings so aus, als würde ihre Zeit nie kommen. Mehr als 3 Jahrzehnte lang hatten die Forscher vergeblich versucht, mit den ausgereiften Zellen erwachsener Tiere Klone zu fabrizieren. In den 80er Jahren hieß es allgemein, dass das Klonieren Science Fiction bleiben würde. Wenn Sie einen Genetiker vor 25 Jahren gefragt hätten, ob wir in 25 Jahren tun und wissen würden, was wir heute ganz alltäglich tun und wissen, hätte er Ihnen wohl geantwortet, niemals werden wir das in diesem Zeitraum erreichen. Doch im Februar 1997 war es soweit. Das Zeitalter der Klone begann. Mit einem Schaf namens Dolly. Dolly wurde zum Star. Immerhin war sie das allererste Säugetier, das nicht aus embryonalen Stammzellen geklont wurde, sondern aus erwachsenen Zellen. Und sie war nur der Anfang.
Seitdem wurden Schafe, Kühe, Schweine, Ziegen, Mäuse und vor kurzem auch eine Katze geklont. Die Schöpfer dieser Klone spielten allerdings nie mit dem Gedanken, auch Menschen zu klonen. In ihren Augen ist das Klonen nicht mehr und nicht weniger als eine neue Zuchtmethode für Tiere, die in Zukunft unser Leben vereinfachen könnten. Dann werden auf Tierschauen wie dieser vielleicht Rinder verkauft, deren Milch durch menschliche Antikörper oder bestimmte Medikamente angereichert ist. Doch das würde allein durch das Klonen möglich. Nur wer ein Tier genetisch umformt, kann auf diese Weise eine ganze Herde erschaffen. Jenseits des Medienrummels um geklonte Babys sehen die meisten Wissenschaftler auch beim Menschen durchaus Einsatzmöglichkeiten für das Klonieren. Parkinson- oder Herzpatienten etwa könnten durch neue Hirn- oder Herzzellen gerettet werden, die aus ihren eigenen Zellen geklont wurden. Noch sind all diese Möglichkeiten aber Zukunftsmusik. Der Alltag der Klonforscher ist eher ernüchternd. Im schottischen Roslin Institute wurde dank Dolly Geschichte geschrieben. Doch selbst hier fällt es den Forschern schwer, ihren ersten Erfolg zu wiederholen. Nur 2-3% der hiesigen Klone werden lebendig geboren. Bei allen anderen bleibt das Wachstum des Embryos aus oder die Implantation in den Uterus schlägt fehl. Selbst in den wenigen Fällen, in denen es zur Schwangerschaft kommt, sterben die meisten geklonten Tiere noch vor der Geburt. Es kann in jeder Phase der Schwangerschaft zum Tod kommen. Manchmal gibt es Probleme mit der Plazenta. In anderen Fällen sieht alles ganz wunderbar aus. Wir erwarten die Geburt schon für die nächsten Tage und dann stirbt das Lamm plötzlich an irgendeinem Problem, das per Ultraschall nicht zu erkennen ist. Auch bei den überlebenden Klonen kommt es zu seltsamen Komplikationen. Einmal freuten wir uns schon, weil ein Kalb lebend geboren wurde und anscheinend gesund war. Es musste allerdings ständig nach Luft dringen. So wie Sie oder ich nach einem 100-Meter-Sprint. Das aber rund um die Uhr. Meine Kollegen holten sich Rat von Tierärzten und beim Kinderkrankenhaus. Ihnen wurden verschiedene Therapien empfohlen, aber keine schaffte Abhilfe. Nicht nur die Tiere im Roslin Institute waren betroffen. Überall auf der Erde verendeten Klone an Krankheiten, die niemand erklären konnte. Bei den Klonen der verschiedensten Tierarten kommt es zu den unterschiedlichsten Missbildungen. Sie haben Probleme mit den Nieren, der Leber, dem Herzen, den Blutgefäßen, aber auch den Muskeln und der Haut. Die ließ sich beweisen. Bald meinten erste Forscher, dass das Problem wohl in der Frage liegen müsse, auf die niemand eine definitive Antwort weiß. Wie kann ein neues Lebewesen aus nur einer Zelle eines ausgewachsenen Tieres oder Menschen entstehen? Das biologische System der Befruchtung entwickelte sich in Millionen von Jahren. Was wir hier versuchen, hat damit aber rein gar nichts zu tun. Wir sollten uns also nicht wundern, wenn es zu Problemen kommt. Wir sollten eher staunen, wenn es hin und wieder funktioniert. Die Entstehung eines Vielzellers ist ein ungeheuer komplizierter Vorgang. Die Gene funktionieren dabei fast wie eine Druckerpresse. Jedes einzelne Gen ist eine Druckvorlage mit einer ganz eigenen Botschaft und Aufgabe. Um funktionieren zu können, muss ein Gen aktiviert werden. Sind sie erst aktiviert, produzieren alle Gene unterschiedliche Botschaften, die den Zellen mitteilen, wie sie die Organe und Gewebearten herstellen, die der Mensch braucht. Ein Mensch kann nur dann gesund bleiben, wenn seine Gene zur richtigen Zeit aktiviert werden und das nach einem System, dessen einzelne Schritte alle miteinander verknüpft sind. Genauso wichtig wie das Anschalten ist aber auch das Abschalten der Gene, deren Aufgabe erfüllt ist. Die gewaltigen Blutgefäße und die übergroßen Innereien der Klone deuteten darauf hin, dass eben dieses Deaktivierungssystem bei ihnen nicht funktionierte. Das Wachstum wurde deshalb ständig fortgesetzt.
Bald fand sich ein erster Hinweis auf die Richtigkeit dieser Hypothese. Er kam von Forschern, die sich tagtäglich mit künstlichen Befruchtungen beschäftigen. Sie hatten festgestellt, dass Tiere, die durch künstliche Befruchtung entstehen, schon im Mutterleib oft gefährlich groß werden, genau wie die Organe einzelner Klone. Lorraine Young vom Roslin Institute wollte diesem Phänomen auf den Grund gehen, doch das schien fast unmöglich. Es war wie die Suche nach der berühmten Nadel im Heuhaufen. In jeder Zelle eines Embryos befinden sich etwa 30.000 Gene. Und jedes dieser Gene könnte Probleme bereiten. Wie sollte Dr. Young herausfinden, welche Gene für den Riesenwuchs der Tiere verantwortlich waren? Eine seltene menschliche Krankheit lieferte einen ersten Anhaltspunkt. Das Beckwith-Wiedemann-Syndrom. Die kleine Thelma Cordes wurde mit den Symptomen dieses Fehlbildungssyndroms geboren. Verursacht wird BWS durch Veränderungen an Genen, die unser Wachstum kontrollieren. Als Thelma zur Welt kam, befand sich ein Teil ihres Darms außerhalb der Bauchdecke. Sie musste schon 2 Tage nach der Geburt operiert werden. Das Beckwith-Wiedemann-Syndrom führt zu erheblichen Wachstumsstörungen. Betroffene Kinder sind oft schon bei der Geburt zu schwer, leiden an einer Vergrößerung der Zunge und einem Riesenwuchs einzelner Organe und Gewebe. Auch bei Leber- und Nierenzellen kann das Wachstum außer Kontrolle geraten. Der Grund für diese Symptome ist eine Mutation im 11. Chromosom. Betroffen ist unter anderem das Wachstumsfaktor 2-Gen. Wenn diese Gene das Wachstum eines Kindes nicht richtig kontrollieren, kann es nicht nur zum Riesenwuchs einzelner Organe kommen, sondern auch zur Bildung von Tumoren. Thelma wird deshalb bis zu ihrem 8. Lebensjahr alle 3 Monate per Ultraschall untersucht. Die Ärzte wollen ganz sicher gehen, dass sie gesund ist. Wir versuchen jedes Mal, die Sache optimistisch anzugehen. Aber man weiß ja nie, ob alles in Ordnung ist. Bis der Arzt es sich ansieht und sagt, alles okay. Man denkt lieber gar nicht erst daran, was geschehe, wenn nicht alles okay wäre. Niemand wünscht sich, dass sein Kind Krebs hat. Lorraine Young hatte einen ersten Anhaltspunkt. Die Gene, die dieses Syndrom verursachten, könnten auch das krankhafte Wachstum bei Tieren hervorrufen, die durch eine künstliche Befruchtung entstanden waren. Geduldig verglich sie die betroffenen Gene bei gesunden. Die Wissenschaftler in Oxford waren allerdings kaum beeindruckt. Was Sie tun, ist höchst anrüchig. Es ist erschreckend. Mir ist egal, ob Sie ein Kind klonen, denn ich weiß, dass mit der ganzen Härte des Gesetzes gegen Sie vorgegangen wird, wenn Sie ein missgebildetes Kind produzieren. Die Eltern des Kindes werden Sie durch alle Instanzen verfolgen und Gott möge Ihnen helfen, wenn das geschieht. Gegen Sie werden alle Gesetze ausgeschöpft werden, egal ob in den USA oder in Italien. Was Dr. Savos und seine Kollegen vorhaben, wurde bisher nur an Tieren erprobt. Aus der Eizelle einer Frau wollen sie den Nukleus, den Kern, entfernen, in dem sich die Erbanlagen befinden. Die Eizelle ist daraufhin quasi hohl. Dann wird aus dem Körper des Menschen, der geklont werden soll, eine Zelle entnommen. Aus dieser einzelnen Spenderzelle soll der neue Mensch entstehen, als genetisch identische Kopie.
Um einen Erwachsenen zu klonen, würde man eine Zelle aus seinem Körper nehmen. Sie kann von einem Kratzer in der Haut ebenso stammen wie aus einer Biopsie, einer Gewebeprobe. Und diese Zelle wird dann ins Labor gebracht. Die DNA aus dieser Zelle wird in das gelehrte Ei implantiert. Das Wachstum des Eis muss allerdings künstlich gefördert werden. Durch einen elektrischen Impuls zum Beispiel. Auch Chemikalien können diese Aufgabe übernehmen. Die ausgereifte Zelle aus dem Körper des Spenders verwandelt sich nun auf wundersame Weise in eine Zelle zurück, die wie die Stammzellen des Embryos die verschiedensten Gewebe und Organe bilden kann. In den ersten Tagen vollzieht sich das Wachstum des neuen Embryos noch im Reagenzglas. Dann wird der Embryo in die Gebärmutter einer Frau implantiert. Dort könnte er zum menschlichen Wesen heranwachsen, zum Klon. Neun Monate später würde dann ein Kind zur Welt kommen. Es unterscheidet sich nur durch einen einzigen Punkt von einem Kind, das auf gewöhnliche Weise gezeugt wurde. Es hätte den exakt gleichen genetischen Aufbau wie das Individuum, das den ursprünglichen Zellkern geliefert hat. Gerade dieser Punkt macht das Klonen scheinbar auch für Menschen interessant, die gern die Toten wieder zum Leben erwecken würden. Als bei Al Powells Mutter Krebs im Endstadium festgestellt wurde, stand bald eines felsenfest. Sie sollte als Klon eine zweite Chance erhalten. Ich verfolgte die ganze Kontroverse ums Klonen und kam ziemlich schnell auf die Idee, dass wir sie klonen müssten. Das war nur etwa 2,5 Monate vor ihrem Tod und wir wussten schon, dass sie nicht mehr lange zu leben hätte. Um Pauls Mutter irgendwann einmal klonen zu können, müsste eine Probe ihres Körpergewebes eingefroren werden. Anfangs ließ sich allerdings kein Arzt finden, der diese Aufgabe übernehmen wollte. Mein Bruder und ich überlegten sogar schon, ob wir es nach dem Tod unserer Mutter nicht einfach selbst erledigen sollten. Wir wandten uns an jemanden, der uns sagen könnte, wie man das anstellt. Man kann die Gewebeprobe aus dem Oberarm entnehmen oder aus dem Unterschenkel. Das ginge sogar mit einer Schere. Man müsste sie nur desinfizieren und Handschuhe tragen. Im letzten Moment fanden die Pauls dann doch noch einen Arzt, der den Eingriff professionell durchführte. Ich ging mit dem Arzt hinein. Wir hatten 6 kleine Röhrchen dabei. Der Arzt entnahm die Gewebeproben, zerschnitt sie und verteilte sie auf die 6 Röhrchen.